liebe Schwestern und Brüder. Paulus, von dem uns in der Apostelgeschichte in diesen Tagen so ausführlich berichtet wird, ist ein wirklich umtriebiger Mann gewesen. 3 Jahre lang war er in Ephesus und er erzählt davon, wie er unter Tränen und vielen Prüfungen dort seinen Dienst getan hat und sich von dort auch versucht hat, um die anderen Gemeinden, die er gegründet hat, zu kümmern. Unter anderem den Galaterbrief hat er dort geschrieben. Aber dann, irgendwann nach dem sogenannten Aufstand der Silberschmiede, da musste er gehen. Und er reiste dann nach Mazedonien und Griechenland und dann nach Troas und dann wieder an Ephesus vorbei nach Milet. Und heute hören wir nun diese Abschiedsrede, die er dort hält, wenn man so will, ein Rechenschaftsbericht des Apostels, wo er deutlich macht, was er alles getan hat und wie er sich in seiner ganzen Existenz, mit seinem ganzen Dasein nur dieser einen Aufgabe verschrieben hat, das Reich Gottes erfahrbar zu machen. Er weiß, jetzt geht es nach Jerusalem und das wird schwierig bis schlimm werden. Und deshalb verabschiedet er sich so pathosschwanger. Liebe Schwestern, liebe Brüder, diese Person des Paulus und dieser Rechenschaftsbericht, den wir heute und auch morgen in der Lesung hören, die fordern heraus zu fragen, ja, wofür brenne ich? Und wie lebe ich mein Christsein? Ich erlebe auch uns pastorale Dienste, Seelsorgerinnen und Seelsorger, manchmal als Menschen, die brave Verwalter sind. Aber der Paulus ist von ganz anderer Sorte. Paulus, er ist ein findiger, ein engagierter Unternehmer, nicht nur ein braver Verwalter. Er ist den ganzen Tag mit der Frage unterwegs, wie er denn jetzt das Evangelium Gottes an den Mann bringen kann. Vielleicht ist das nicht der Auftrag von jedem Einzelnen von uns. Vielleicht nicht. Wir haben andere Aufgaben, Familie und Beruf, aber vielleicht brennen wir in diesen anderen Aufgaben auch ein bisschen so wie der Paulus dafür, dass das Reich Gottes da, wo wir stehen, leben, arbeiten, sich ausbreitet, größer werden kann und erlebbar wird. Diese Tage haben wir den 100. Geburtstag von Josef Beuys gefeiert. Und Josef Beuys war natürlich nicht nur ein Künstler, sondern er war eigentlich ein Gesellschaftsgestalter von seinem eigenen Verständnis her, weil der Künstler immer einen Beitrag zur Gesellschaft leistet. Und er hat einmal dieses Sätzchen gesagt, dass der Künstler brennen muss, ja, sich verbrennen muss. Das heißt, es kommt darauf an, alles zu geben, damit diese Gesellschaft und das Leben lebenswert, liebenswert werden. Mir gefällt dieses Sätzchen, weil es vielleicht auch viel mit dem zu tun hat, was Paulus getan hat und was wir in unserer Zeit vielleicht auch, jeder Einzelne für sich, wieder neu entdecken könnte.